Die Tanzgruppe Kranzlein aus Bonhard feierte ihr 35-jährigen Bestehen. Zu der Veranstaltung war auch der Bürgermeister von der Partnerstadt Bonhard, Wernau, geladen. Beide Städte haben aus der seit 1987 bestehenden Beziehung viele Vorteile gezogen. Also für uns in Wernau ist es eine sehr wertvolle Beziehung. Insbesondere auf der menschlichen Ebene haben wir in diesen über 30 Jahren ganz, ganz viele Freundschaften knüpfen können, haben viele Kontakte zwischen Vereinen, zwischen Organisationen, die in beiden Städten da sind, gehabt und aber auch auf Seiten der Stadtverwaltung des Gemeinderates in beiden Ortschaften, die sich ja in diesen über 30 Jahren stark verändert haben. Durch Wahlen hat es neue Bürgermeister gegeben, hat es neue Gemeinderäte gegeben, aber diese Partnerschaft war immer lebendig. Ich denke, wir können beide voneinander profitieren, weil in jeder Stadt andere Dinge einfach einen besseren Weg gemacht haben. Und insofern haben wir sowohl im sportlichen Bereich immer wieder mal Kontakte gehabt, haben Wettkämpfe gemacht, aber auch im kulturellen Bereich war der Austausch noch viel, viel größer. Unser Musikverein ist regelmäßig hierher gekommen, unser ungarn-deutsches Folklore-Ensemble, das hatte vor drei Wochen sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Da war auch eine Delegation hier aus Bonhard bei uns in Wernau. Wir haben Auftritte gegenseitig gehabt, wir haben Musikgruppen gehabt, wir haben Umzüge durch die Stadt gehabt und immer sind dann die Gruppen aus der jeweils anderen Stadt gekommen und haben mitgewirkt. Und ich denke, das ist kulturell schon eine tolle Bereicherung. In Wernau, wie auch in Bonhard, spielt Traditionspflege eine große Rolle. So gibt es die dortige Tanzgruppe seit über 50 Jahren. Wie pflegen wir unsere Arbeit? Ja. Unsere Eltern und auch meine Eltern, meine Mutter, ist in Ungarn geboren, in Balkonja. Ja, sie musste dann nach dem Weltkrieg auswandern, wurde auch vertrieben. Wir haben dann 1971 bei uns begonnen, ungarndeutsche Tänze zu machen. Und wir sind mit diesen ungarndeutschen Tänzen dann auch in die alte Heimat, in die Heimat unserer Eltern, haben die Tänze dort getanzt. Wir waren dann auch in anderen Regionen, wir haben ungarische Gruppen kennengelernt und wir haben dann begonnen, auch diese ungarischen Tänze zu tanzen. Und heute machen wir ungarndeutsche Tänze, ungarische Tänze und freuen uns immer, wenn wir gemeinsam mit Tanzgruppen hier in Ungarn sein dürfen, hier in Bonhard oder dann in der Heimat, in der schwäbischen Türkei, ja, bei unseren Eltern oder auch in Budapest mit Tanzgruppen in der Gegend. Wir sind heute eine Tanzgruppe mit etwa 50 Tänzerinnen und Tänzer. Ja, wir haben auch Kinder im Kindergartenalter. Ja, und die Ältesten sind 68 Jahre bei uns in der Gruppe. Wir durften jetzt letzte Woche das 50-jährige Jubiläum feiern. Wir mussten es ein Jahr verschieben wegen Corona. Dann war es ein 50- plus einjähriges Jubiläum. Auch Ilona war mit Tänzerinnen bei uns, das hat uns sehr gefreut. Und auch die Alten mit 68 Jahren konnten noch einmal auf die Bühne gehen und wir konnten einen ungarischen Tanz zeigen. Während des Festprogramms betonte auch der Abgeordnete János Árpád Potápi, wie unverzichtbar Kranzleins Arbeit für die Bewahrung und Verbreitung deutscher Traditionen in Ungarn ist. Hagyományoknak a megtartása az nem magától értetődő dolog, hiszen azt minden egyes nemzedéknek újra és újra kell tanulni, hiszen nagyon gyorsan, akár egy nemzedék alatt is feledésbe merülhetnek ezek a dolgok. A Kranzlein Egyesületnek köszönhetjük azt, hogy a tolnai, baranyai néptánc hagyományokat sikerült újra feleleveníteni, közönség elé vinni, és most már azt mondhatjuk, hogy több ezer gyermeknek, fiatalnak megtanítani. Természetesen most már azt is elmondhatjuk erről az Egyesületről, hogy nem csak ezeket a hagyományokat hozzák újra vissza és tanítják meg, hanem már tőlük tanulnak a környező településeknek a néptánc egyesületei, illetve nyugodtan mondhatjuk azt, hogy országos szinten is kimagasló az ő tevékenységük, hiszen a németségnek az egyik központjáról beszélünk, vagy a Bonyhádról beszélünk, és ehhez pedig mindenféleképpen hozzátartozik ez az egyesület. Jó látni azt, hogy nem csak itt Magyarországon, hanem a német nyelvterületen is több helyen is felfigyeltek a Kranzleinra, és sok esetben
az ő ünnepeik is elképzelhetetlennek lennének a Bonyhádiak nélkül, még inkább pedig a Kränzlein nélkül, hiszen vannak olyan német együttesek, néptánc együttesek, hagyományőrzők, akik a Kränzleintól tanulják el a régi néphagyományokat. Legyünk erre büszkék, hiszen ők sokszor olyan dolgokat hoztak vissza a köztudatba és a táncokba, amelyeket a németek, az itt élő németek ősei hoztak ide a 18. század elején, vagy akár a 19. századi, 20. századi táncokat, 20. század elejé táncokat hozták újra a színpadra. Mindehhez én szeretnék nekik gratulálni, és további sok sikert kívánni. Úgy gondolom, hogy nem csak a kormányzat részéről, hanem a város részéről is mindig elismert volt az ő tevékenységük. Ez a város, most már nyugodtan elmondhatjuk, 35 éve nem olyan lenne, hogyha a Kränzlein nem lenne, hiszen minden egyes társadalmi esemény, ünnepeink, fesztiváling kötődnek ő hozzájuk is. Seit 1987 pflegt die Tanzgruppe Kränzlein schwäbische Traditionen und Tänze und gibt sie an jüngere Generationen und Interessierte weiter. Von sehr jung bis zu Erwachsenen spielen alle fünf Gruppen eine wichtige Rolle, um die Kultur am Leben zu erhalten.